Mist, die Kamera ist zu weit weg. Mist. Total versaut, scheiße. Das ist doch ein geiles Bild. Wie kein Fan. Ich bin sowieso von so gut wie nichts Fan, von daher abgesehen. Hoffentlich glaubt jetzt meine Freundin wieder, dass ich mit ihr flirte hier. Irgendwie checke ich das immer nicht und meine Freundin haut mir dann immer auf die Fresse. Ich bin ein ziemlich armer Kerl, ich kriege immer von meiner Freundin auf die Fresse. Und bevor ich es vergesse, wegen dem Song vorhin, Blödmann Pussy. Stimmt! Ich habe vergessen, einen Song zu spielen. Spiele ich dir danach, okay, Schatzi? Oh Gott, ich hab total vergessen. Du hast eine Freundin? Schon? Schatzi, kannst du mir nochmal schicken, wie die Band heißt? Träume. Und das Lied auch am besten. Welten Tagen. Wie lange zusammen? 7 Jahre? Schon. Leute, es gibt keinen Grund, mich in den Knast zu stecken. Genauso wenig, wie es Gründe gibt, mich in die Innenstadt zu stecken. Genau genommen gehören eigentlich die Leute, die sowas verbreiten in die Innenstadt. Oder nicht? Die Hobbys. Die haben auch behauptet, ach komm, es interessiert mich nicht, was andere Leute über mich behaupten. Das Thema ist durch, Leute. Die behaupten in ihrem Leben so viel, weil sie so Langeweile haben und ihr eigenes Leben so jämmerlich und erbärmlich ist. Das interessiert auch mich nicht, mich interessiert weder, warum denn ihr Leben so erbärmlich ist, noch interessiert mich, dass ihr Leben so erbärmlich ist. Das ist ihr eigene Schuld. Sonst in ihrem Leben mal ein bisschen mehr reißen, dann kriegen sie auch was auf die Kette. Maul halten oder abhauen. Und abhauen. Wichser, hau lieber du ab, du kleiner dummer Stück. Du kleines dummes Stück. Und lass mir von dir garantiert in die Fresse verbieten, ja? Von einem 15-Jährigen, der vor der Kamera hockt, überall rumbehauptet, ich bin arbeitslos und selber ein kleiner arbeitsloser Pisser ist, weil er sein ganzes Leben noch nie was gearbeitet hat. Und so jemand lasse ich mir nicht sagen, dass ich abhauen soll, Alter, garantiert nicht. Selbst wenn sie irgendwann nach Japan geht, werdet ihr das nicht mitbekommen, weil mein Hauptkanal gibt's nicht mehr. Neues Leben an. Nö, tu ich nicht, aber dich kleinen Pisser blogge ich jetzt, weil so ein stummes Stück Scheiße wie dich brauchen wir hier echt nicht. Dass wir hier den ganzen Tag nur Scheiße erleben. Deine Statem. Was? Ach, dein Statement zum. Boah, ey, ohne Scheiß, man kann nicht lesen, ne? Wo ist. Bundestagswahl. Interessiert mich einfach nicht. Schön, dass du heute so lange streamst. Meine Freundin wird sich jetzt darüber freuen, weil ich die ganze Zeit nicht bei ihr bin. Das gibt noch Ärger. 120% Sehvermögen. Ich hab so gute Augen, dass ich sogar bei Nacht sehen kann, Leute. Melde die Leute halt einfach mit die Bilder. Was sagt deine Freundin zu den Drachengames? Schatz, schickst du mir mal eine Nachricht dazu? Dann kann ich die Frage auch richtig beantworten. Haben wir noch nicht drüber gesprochen in dem Sinne. Ich kenne deine Freundin. Das bezweifle ich sehr. Wie alt ist deine Freundin? 20? 30? 90? 5?
80, 10, 12, 39, 20, 5, 3, 4, 8, 9. Geht euch nichts an! Heiratet ihr euch? Geht euch das was an? Wie ihr immer gleich alles wissen wollt, als ob euch das was angehen würde. Dankeschön für die 50 Barren. Ist deine Freundin auch Bi? Warum muss ich das jetzt schon wieder sagen? Bacon ist Speck. Bitte um Entschuldigung. Espanol? Gehst du jetzt offline? Ich gehe offline, ja, nach dem Lied. Da ich selbstständig bin, arbeite ich immer. Feiertag selbstständig, Wochenende selbstständig, unter der Woche. Komm mit mir ins Abenteuerland. Warst du dir Grundschule immer Lesekönig? Bist du besoffen? Abenteuerland. Jetzt reicht's mir. Ich habe die Frage 5-mal beantwortet. Na, 5-mal ist das gleiche gesagt. Jetzt reicht's.